herzlichen Glückwunsch erstmal zu Bronze. Ich glaube, euch geht's super, oder? Ja! Fangen wir mal mit dir an. Gerade jetzt um Bronze, Sebi. Gleich vorgelegt, wie wichtig ist das, dass man mit einer Führung sozusagen in den Bronzekampf startet? Da muss, glaube ich, den Nächsten fragen, der nach mir kämpft, weil der muss dann mit dem Druck umgehen, falls man zurückliegt. Aber es ist uns gut gelungen. Wir sind gleich mit 1-0 in Führung gegangen. Auch richtig geil. Genau. Und ja. Du hast ja den entscheidenden Auftakt da gegeben. Völki, super Punkt. War eine Befreiung? Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte natürlich fürs Team den zweiten Punkt holen, auch um es Sven hinten raus leichter zu machen. Der Sebi hat mich da super befreit von. Also es war einfach Wahnsinn, dass er da das 1-0 holt. Und so war es für mich eine super Ausgangssituation. Ich konnte einfach mein Ding abrufen und dann hat der Sven den Rest zugemacht. Genau, und du hast auch unter anderem, war das der WM-Fünfte, ne? Der Kasache. Ja, genau. Ich habe vorher schon mal gegen den gekämpft und ist alles gut gegangen am Ende. Er war sehr kräftig am Anfang, aber dann habe ich ihn doch erwischt mit einer Fußtechnik. War sehr schön. Das war natürlich ein super Moment. War genial. Dima, wie war der Ausflug heute ins Schwergewicht? Ja, nur Ausflug würde ich mal sagen. Ich bleibe bei der 100, aber die Jungs haben geil gekämpft und mein fünfter Kampf, da muss ich nochmal nachlegen, das Ding, den Sack zumachen mit 5 Punkten. Ihr habt heute nochmal ganz schön gezeigt, was in euch steckt als Team, ne? Ja, danke schön. Es war wieder eine riesen Teamleistung heute. Also wirklich einmal Dritter werden wie letztes Jahr, war schon ein Riesending. Das jetzt zu bestätigen, sagt eigentlich noch viel mehr über unser Team aus. Aber es ist trotzdem halt schon ein lachendes und ein weinendes Auge. Man wünscht sich das auch schon, dass das vielleicht im Einzel auch eher mal mehr klappt und dann im Team auch noch. Also als Team, da dreht ihr noch mal mehr auf. Was macht denn so den Unterschied? Weil wir einfach ein Team sind. Also wir passen einfach zusammen. Das ist einfach geil, mit den Jungs zu kämpfen und dass jeder für jeden einspringt. Dima jetzt für mich dann plus 90 gekämpft. Also Talent ist auf jeden Fall da für Schwergewicht. Und Svenny, du musstest gleich 2 Punkte werfen, ne? Ja, genau. Aber man muss auch sagen, bei dem einen, ja, ich wollte es nutzen, dass es ein Punkt wird, aber er hat eigentlich diese Bewegung selbst gemacht und ich habe es ja dann zum Glück klar machen können. Absolut. Kalle, jetzt kommen wir noch zu dir hin. 2 Medaillen. Besser geht's nicht, oder? Nee, super. Super Leistung heute. Ich bin stolz auf mein Team und bin froh dabei gewesen zu sein. Und habt ihr gut gemacht, Jungs. Und wir waren auch froh, dass wir dabei sein konnten. Haben uns die Daumen gedrückt und jetzt wird da noch ein bisschen gefeiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Heute, das muss jetzt sein. Das hat mich noch nicht überzeugt. Ein ganzes Jahr Vorbereitung. Los, 3-2-1. Yeah!